und herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Just Mini Me. Ich freue mich, dass ihr hier seid zu einer neuen Folge Asylum Challenge Reloaded. Unsere Mira ist, wie man unschwer erkennen kann, hier am Schlafen. Ich habe eigentlich gesagt, ich lasse sie durchschlafen. Jetzt hat sich doch da tatsächlich was ereignet. Wir haben Besuch. Ja, ich kann die Leute irgendwie nicht so reinlassen, wie ich das will, weil da sind ja die Türen gesperrt. Jetzt ist es natürlich, ja, eine Sache vom Wärter, dass das reinlässt. Aber ich klicke hier einfach mal drauf und kann nicht klicken. Kann sie nicht weg, kann sie nicht begrüßen oder so. Mira! Es fängt ja schon gut an. In der letzten Folge haben wir die letzte Person frei bekommen. Hallo? Möchten Sie nicht aufstehen? Hallo? Ja, wir haben Besuch. Hä, Fitnessfähigkeit hat sie erworben. Was war das? Hä, von was? Was machst du? Die guckt einen Sportkanal. Ach Gott, ich wusste gar nicht, dass sie da Sport lernen können. Okay. Cool. Ja, die Monja haben wir freigelassen. Und die hat sich recht gut erholt, wie wir sehen können. Ist sie jetzt wirklich... Ah ja, okay. Sie kommt da nicht hin. Ich mach mal ganz kurz die Tür für sie auf. Kannst du die jetzt begrüßen? Hallo? Hallo? Stell dich mal lustig vor. Geht es jetzt? Hallo, komm doch jetzt mal zurück. Oder geht's immer noch nicht? Ja, für sie habe ich jetzt geöffnet. Ja, aber ich steuere sie sowieso nicht dahin. Von daher passt es, denke ich, ganz gut. So, Brad und Rick sind soeben gute Freunde geworden. Die haben sich anscheinend wieder vertragen. Ich gehe mal kurz hier hin. Geh mal da hin. Weil ich möchte da ja nicht spielen hier drauf. So, jetzt fühle ich mich wieder sicher. Und die ruft sie jetzt herbei. Geht es? Nach Hause schicken? Die soll herkommen, diese Frau. Lily Feng, kommen Sie, please. Nein, ich möchte sie nicht nach Hause schicken. Ich möchte sie gerne reinrufen. Wo ruft man die jetzt? Alter, die haben ja, nachdem die das da irgendwie umgestellt haben, kann ich gar nichts mehr machen. Oder wenn du dich ein bisschen weiter hierhin begibst, kann man sie dann rufen? Ja, man muss weiter ein bisschen weggehen und dann kann man sie rufen. Kommen Sie bitte rein! Oh, sie kommt jetzt nicht rein. Ich krieg die Krise. Jetzt muss ich das schon wieder für alle abschließen. So, wartet mal, ich schließe das Ding hier mal wieder für die Sims ab im Haus. Moment. So, jetzt müsste es funktionieren. Unsere Besucherin, hallo. Sie... freundlich, Smalltalk, lernen Sie mal ein bisschen kennen. Nicht schon wieder. Ja, ich weiß, du bist müde und alles Mögliche. Ja, aber wir müssen ja auch mal Leute kennenlernen. Hi, Lily, wie geht's dir? Wer bist du? Woher kommst du? Sie ist ein Genie, freundlich, tiefgründige Gedanken. Lernen Sie noch mehr kennen und dann mal schauen, ob wir nach Geld fragen können. Freundlich. Frag sie nach ihrer Karriere. Und ja, wir reden einfach mal so ein bisschen mit ihr. Ich habe gedacht, ich kann irgendwie nach Geld fragen. Ja, nur wo fragt man nach Geld? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ich bin froh, dass du das angesprochen hast, Mira. Ich hatte die gleiche Idee. Ich werde eine Weile darüber nachdenken und dir Bescheid geben, ob sie ein Baby will. Cool, bin ich gespannt. Ja, alles sehr schön. Aber warum ich mit dir jetzt spreche, ist ja eigentlich nur, weil ich Geld will. Ich möchte gerne Geld. Und wie geht das? Ich kann sie leider nicht nach Geld fragen. Früher ging das. Ja, jetzt wissen wir allerhand und das war alles für umsonst, oder was? Werd mal mit ihr beste Freunde. So best friends. Und sie mag die Farbe rot. Trägt aber ein grünes Kleid. Wunderbar. Smalltalk, Fotos teilen. Gib's jetzt auf. Ich konnte sie nicht nach Geld fragen, aber wir haben eine neue Freundin gewonnen. Hier schnell Kraftnickerchen machen gehen. Dann musst du nochmal kochen gehen. Also das ist der normale Wahnsinn. Oh nein, unser Essen ist verdorben. Okay, Abendessen servieren. Hackfleisch, Tamba, Tabule, Tabale, Tamala, Hulala, keine Ahnung. So, unsere Süße ist jetzt am Kochen. Das ging jetzt aber schnell. Zacki, zacki hier alles. Hallo, na, was machen Sie hier drüben? Rick bist du, gell? Rick, sensationell, glaube ich, jetzt. So, du kannst dann hier zum Essen rufen, bitte. Nachdem du das Bild verkauft hast und dann möchte der Rick gerne plaudern. Oder du möchtest mit dem Rick plaudern. Guck mal, voll, die erzählt dir voll den Witz und der, naja, was riecht denn hier so? Naja.
Ja, wir haben ein bisschen Geld verdient. So, ihr Lieben, jetzt kommt ihr alle her und esst mit mir gemeinsam. Sehr schön. Die Lily Feng ist immer noch da. Okay, wir haben immerhin mal Besuch. Aber ich konnte leider nicht nach Geld fragen. Es ist sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade. Wenn ihr wisst, wo ich das mache, ja, dann sagt mir das bitte. Ich habe jetzt vergessen, den Wärter zu fragen, wie er drauf ist. Mache ich gleich noch. Eben habe ich ein Mist gebaut, gell? Statt auf das Rad zu klicken, habe ich auf die Aufnahme geklickt vom OBS. Naja. So, wir klicken jetzt das Rad und fragen, wie das Befinden unseres Wärters heute ist und was da heute passiert. Natürlich ist er schlecht gelaunt. Was erwarte ich auch. Beim letzten Mal hatten wir echt Glück. Da war er super gut gelaunt. Und naja, ja, und jetzt muss ich auch noch drehen, was er heute wieder anstellt mit seiner Laune. Ich hoffe nichts Schlimmes, weil dann ist wieder... Nee, was ist das jetzt hier? Keine positiven Grundstücksmerkmale. Oh, okay. Das heißt, ich muss die positiven Grundstücksmerkmale wegnehmen heute. Keine Wundermünzen, keine Kreativität und keine Zwerge. Okay, das ist ja wunderbar. Nix mit kreativ sein hier. Okay. Ja, ja, es hätte schlimmer kommen können, aber das ist jetzt halt blöd, weil sie nicht mehr so schön selbstsicher und inspiriert ist. Und dementsprechend vielleicht merkt man es ja dann auch so. Du möchtest mit der Marcy plaudern, kannst du gleich mal machen. Frag ihn mal nach ihren Techtel-Mechtel-Interessen und mach einen Polizistenwitz. Monja ist am Aufräumen. Ja, sie stinkt auch nicht mehr, sie sieht jetzt echt gut aus, oder? So. Wir furzen hier in der Weltgeschichte rum. Marcy, ich darf doch sehr bitten. Freundlich, ja. Sie hat sich das erfüllt und dann will sie wahrscheinlich wieder mit sich selbst und schon wieder mit der Marcy. Freunde werden will sie mit ihr. Ach Gott, warum ist denn da der Balken so? Tratsch ein bisschen. Erzähl ihr eine lustige Geschichte. Und gib ihr ein bisschen Zuspruch. Und erzähle von Marsmenschen. Marsmenschen. Über den Regen könnt ihr sprechen. Ja, okay, jetzt seid ihr gut befreundet. Gut. Reicht es schon? Freunde? Eine Gruppenmahlzeit zubereiten will sie. Die haben jetzt alle gegessen. Wir haben noch eins übrig. Das packen wir mal hier rein. Der Brad guckt hier Fernsehen. Ich meine, das sieht man echt. Das ist voll kaputt. Der Fernsehen macht voll Spaß, oder? Kommen Sie, please. Malen Sie Ihre Bild. Und in der Zwischenzeit gucken wir uns mal die anderen an, wie die so drauf sind. Okay, Marcy ist hier im Regen und duscht. Bis auf die Müdigkeit geht's ihr. Was ist das? Brad hat folgendes Geheimnis von Ima erfahren. Wo ist es, das Geheimnis? Ist es wirklich so verrückt, davon zu träumen, eine riesige Familie zu besitzen? Hör zu, ich bin kein schlechter Sim, nur weil ich mit verschiedenen Sims Kinder zeugen möchte. Ich kann dir mindestens 5 andere Sims nennen, die das auch getan haben. Ich würde die Kinder ordentlich großziehen, um sicherzustellen, dass sie nicht so schnell erwachsen werden. Außerdem würden meine Eltern mich unterstützen, nun ja, mehrere Beziehungen in verschiedenen Städten zu koordinieren. Was? Nun ja, mehrere Beziehungen in verschiedenen Städten zu koordinieren, kann ganz schön schwierig sein. Aber ich war nie jemand, der sich vor Herausforderungen gedrückt hat. Ima, okay, sehr interessant, was der sich da so denkt. Unsere TK, ja, bis auf Hunger, naja, ihr geht's nicht so gut. Sie schläft aber jetzt mal ein bisschen, dann müsst ihr noch die Toilette und den Spaß ausbessern. Unsere Crazy schläft auch. Ja, da sieht's auch nicht so gut aus. Die muss sich dringend waschen. Stinkt vor sich hin, hat Hunger. Und der Rick hat sich jetzt auch ins Bett gelegt. Gut, die schlafen jetzt alle drei. Na gut, unser Brad, dem geht's hervorragend. Und er liest, was liest du gerade? Was ist das für ein Buch? Fitness liest er. Okay. Der Ima, den haben wir ja eben gesehen, der plaudert hier mit Mira. Dem geht's hervorragend. Ja, der hat sich gut um sich gekümmert. Genauso wie die Monja. Da bin ich sehr, 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 sehr positiv überrascht und freue mich sehr natürlich. Ja, ich warte jetzt hier an der Stelle, bis sie mit dem Bild fertig ist, weil ich möchte heute anfangen mit unserem Bestreben. Herstellungsfähigkeit und Recyceln müssen wir. Okay, verkauft ist es zwar nicht so ein gutes Bild. Ne? Das hat nur 200 so und so viel gebracht. Noch eins malen. Mal, ich glaube, die Pop-Up-Art-Gemälde sind einiges wert. Mach mal das. Und es muss auch nicht immer ein großes sein.
Ach, die plaudern alle so schön miteinander. Ja, ja, ja. Na, Brett, alles klar. Stelle mal eine schlüpfrige Frage. Was ist eine schlüpfrige Frage bei den Sims? Oh. Okay, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich habe kein Interesse daran, eine solche Beziehung zu dir einzugehen. Aber über ein Freund natürlich... Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch einfach nur so ein bisschen fragen. Okay. Hui. Hast gesehen, er hat so einen Rückwärtssalto hingelegt. Alles klar, Brad. Jetzt ist sie auch noch kokett. Ganz toll gemacht, Sandra. Eine schlüpfrige Frage ist also tatsächlich eine schlüpfrige Frage, offenbar. Ja. Wir könnten eigentlich auch mal hier die Dinger öffnen und gucken, ob irgendjemand von sich aus Pflanzen einpflanzen will. Und jo. Dann hätten wir vielleicht für den Notfall noch was zu essen, wenn der Wärter mal durchdreht. Ja, sehr interessantes Bild. Mirror gefällt mir. Und schon wieder ein Geheimnis, meine Damen und Herren. Von den Socken, also von der Mirror. Ein Geheimnis wie dieses sollte nie ans Tageslicht kommen. Die Öffentlichkeit würde Sturm laufen. Ich sammle gerne, das ist alles. Nun gut, ich sammle Socken und natürlich nicht meine eigenen. Aber ist das ein Verbrechen? Ich finde sie in den Fundbüros der Stadt, also alles total harmlos. Ich liebe die Muster, die Stoffe, die Bündchen, Rauten, Punkte, Streifen, Söckchen, Kniestrümpfe, Overknees, einzelnen oder als Paar. Sie sind einfach eine Freude. Oh mein Gott, Mira, wirklich? Ey, warum verdienen wir jetzt auf einmal nur noch so wenig an den Bildern? Dann mal noch ein kleines... Ey, voll krass. Jetzt verdienen wir auf einmal überhaupt nichts mehr an den Bildern, jetzt wo das positive Grundstücksmerkmal weg ist. Voll krass, oder? Nun ja, so ist es nun mal. Und schon wieder ein Geheimnis herausgefunden. Verlassener Smiggy. Vor nicht allzu langer Zeit bin ich bei meinem Morgenspaziergang über einen kleinen einsamen Hund gestolpert, der ziellos durch die Straßen irrte. Sein Besitzer war nirgendwo zu sehen, aber er trug ein Schild mit dem Namen Smiggy an seinem Halsband. Ich hatte wirklich Mitleid mit dem kleinen Hühnchen, da draußen, ganz alleine, aber ich bin fortgegangen. Ich habe es einfach nicht über mich gebracht, ihn mit nach Hause zu nehmen. Da war etwas Seltsames in seinen Augen. Sein stechender, leerer Blick verfolgt mich noch heute. Okay. Gruselig, war bestimmt so ein Skinwalker-Hund. Ja, malen, malen, malen. Oh, wie süß. Was war denn das? Habt ihr es gesehen? Ich hab dich gern. Ja, ein bisschen mehr Geld hat es gebracht. Und noch ein kleines Pop-Art-Gemälde malen. Sorry, dass ich das alles in Speed mache. Aber so kann ich vielleicht gleich... Ja, hi, die sind alle so nett und kommen vorbei und sind lieb. So, ich möchte dann... Wenn du das Bild fertig hast, eine Runde Kraftnickerchen machen lassen, dass sie wieder ein bisschen mit der Energie oben ist. Gib mal Stoff hier. Stoffi, Stoffi. Sie macht jetzt ihr Kraftnickerchen. Das Bild gibt nur 341. Ja. Jetzt sieht man schon, was der Wärter wieder angestellt. Oh ja, Mirror, du musst auf die Toilette. Schnell. Und ich gehe in den Baumodus. Wir brauchen einen Heimfabrikator, der kostet 1800. Den Heimaufbereiter, ist es auch einer? Nee. Das ist ein Fabrikator, das ist ein Heimaufbereiter. Also müssen wir dieses Ding hier in den Garten stellen. So. Das machen wir mal hier hin. Und dann müssen wir noch ein bisschen was verdienen. Ich meine, freilassen müssen wir keinen. Ja, ich stelle das mal so in den Raum. Und jetzt haben wir wirklich kein Geld mehr. Und ich hoffe, es lohnt sich, was auch immer ich da angestellt habe, jetzt wieder. In Aufbereiter recyceln. Wenn du auf der Toilette warst, bist du ja eh unten. Recycle das mal. Wir müssen jetzt dreimal recyceln, oder? Fünfmal. Fünfmal müssen wir recyceln. Mal gucken, ob es funktioniert. Und ob das auch so unter Recyceln verstanden wird. Hat das jetzt gezählt? Kompostiert es mal. Und das auch. Und das auch. Das auch. Also irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wertstoffe aussortieren. Und dann nochmal. Und nochmal. Das funktioniert nicht. Sims können Objekte... Hä?
Warum zählt es nicht? Ich hab, da steht es mit dem Aufbereiter. Aus Inventar recyceln. Mach mal das und den können wir ja da eh reinschmeißen. Hat er ja uns weggenommen. Die Tuning-Teile können wir reinschmeißen und die Bücher schmeißen wir auch mal alle rein, die wir eh nicht brauchen. Diese Spaßbücher und die Speisereste. Die Staffelei hat er uns weggenommen. Die könnten wir uns rein theoretisch wieder hinstellen. Und, ach so, das sind die Blumenpakete, die ich geöffnet habe. Okay, du hast die Blumenpakete ja geöffnet. Was machen wir? Eine Tomate. Eine Blume. Eine Erdbeere. Und noch eine andere Blume. Hat es jetzt funktioniert? Was mache ich falsch? Das muss man ja erstmal checken jetzt, ne? Naja, vielleicht wird es auch erst später gezählt, keine Ahnung. Lernen tut sie dadurch ja noch nichts. Kennt ihr euch mit dem Bestreben aus? Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Hä? Rory Oaklaw kommt und buddelt ein. Also es ist ein Gast offenbar. Ach, das ist ja lustig. Kommt, kommt da einfach mal ein Wolf angerannt und pflänzelt da rum. Krass, okay. Wenn es Spaß macht. Jetzt kommen die ganzen Leute bei uns rein. Krass, irgendwas hatte ich wohl falsch. Willst du auch reinpflanzen oder was? Hallo? Aber Werwölfe wollte ich keine einladen eigentlich, hä? Kannst dich mal vorstellen. Respektvoll vorstellen. Und da auch. Ja, freundlich. Freundlich vorstellen. Das hat funktioniert einmal, ja. Also müssen wir da öfters machen. Was ist denn das? Ja, okay, sie ist korrekt. Wunderbar. Es ist ja auch noch korrekt. Gut. Einmal respektvoll vorgestellt und schon ist der ganze Sim korrekt. Du hast deine ersten Kleinteile durch Verwendung des Aufbereiters gewonnen. Ach so, das dauert vielleicht ein bisschen. Alles klar. Gibst du mir Geld? Bist du gekommen, um mir Geld zu geben? Ich will Geld. Gib mir Geld. Kennenlernen. Nach Karriere fragen. Ich will nur Geld. Geben Sie mir Geld. Keine Ahnung. Ich habe aber auch jetzt andere Sachen zu tun, als mich um euch zu kümmern. Hier, geht er nochmal hin, Wertstoffe aussortieren. Da sind wir fertig. Aber das ist ganz gut, dass dann der ganze Müll da ist. Und nochmal Wertstoffe aussortieren. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Und dieser Recycling-Mülleimer oben, hat der auch was drin? Und da kann man auch Wertstoffe aussortieren. Und hier, ja, die Kakerlaken halt, ne? Erreiche Level 3 der Herstellungsfähigkeit. Können wir dann jetzt was herstellen oder was, wenn wir das da recycelt haben? Anfertigen. Umweltverträgliches Upgrade-Teil. Ein Beistelltisch können wir machen, ein Bücherregal und eine Tischlampe. Keine Ahnung. Versuchen wir es mal mit der Tisch... Was? Mit dem Beistelltisch? Was ist das hier? Ach, den könnten wir, wenn wir Farben kaufen würden, glaube ich. Wartet mal. Farbstoffe kaufen? Versuchen wir es mal mit... Nee, woher kommt jetzt so viel Geld? Habe ich irgendwas verkauft? Ich wollte den haben in Blau. Ja, cool. Probieren wir es einfach mal aus. Wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt, weshalb ich das eigentlich für die Challenge ganz cool fand. Und bin jetzt ein bisschen überfragt. Vielleicht kennt sich ja einer von euch aus. Was haben wir gekauft? Wer hat Geld verdient? Wobei, haben wir Geld geschenkt bekommen? Recyceln ist der absolute Kick. Also sie ist auf jeden Fall schon mal irgendwie in ihrer Welt jetzt gelandet. Was ist das nochmal? Jetzt haben wir nochmal diesen Recycle-Mülleimer oben. Eigentlich nicht schlecht, dass wir so viele Mülleimer jetzt haben. Es kommt ja uns jetzt ganz zugute. Ihr könnt eigentlich mal was herstellen, was malen oder sonstiges. Ich bin gespannt dann im Schnitt, woher auf einmal dieses Geld gekommen ist. Ja, ich weiß nämlich nicht, woher es gekommen ist. Wie sieht es aus? Was machst du? Wie sieht es aus, wenn sie was herstellt? Ah ja. Okay. Brad hat auch einen Makel und die Charisma-Fähigkeit hat die Monja. Okay, also irgendwas wird da wohl fabriziert.
Wir haben immer noch 1 von 5 recycelt. Es dauert wohl, bis das dann alles insgesamt zählt. Aber ist in Ordnung. Ich bin trotzdem mal gespannt, was ihr dann dazu sagt. Aber immerhin, wir recyceln. Wir erstellen was, unsere eigenen Recyclingmöbel. Jetzt haben wir die Herstellungsfähigkeit erworben und haben 1 von 3 Punkten. Yay. Ist es dann fertig, wenn das ganz nach oben gefahren ist oder so? Boah, das dauert aber lang. Sie hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erhalten. Offenbar benutzt sie das Ding auch. Nicht schlecht. Und du hast die Feinschmeckerfähigkeit. Du lernst jetzt Feinschmecker zu kochen. Ja, ihr seid gut. Und irgendwann müsst ihr das mal einsetzen, was ihr gelesen habt. Hallo, mach doch mal schneller jetzt. Ich will wissen, was es ist. Oh mein Gott, was war denn das? Dann nochmal. Okay, ich lasse jedes Mal machen und gucke nach den anderen Sims. Und noch ein Geheimnis. Heute erfahren wir Spreu vom Weizen. Also, ja, es stimmt. Ich lege Chipstüten zurück, nachdem ich alle ganzen Chips gegessen habe. Und was? Und überlasse den anderen die Stücke. Nochmal, das verstehe ich nicht. Ja, es stimmt. Ich lege Chipstüten zurück, nachdem ich alle ganzen Chips gegessen habe und überlasse den anderen die Stücke. Es ist mir egal. Ich möchte nur ganz Chips. Was, Alter? Wenn du deine eigenen Chips aus dem oberen Teil der Tüte möchtest, kaufe dir eine eigene Chipstüte. Ich kann mich damit nicht belasten. Echt nicht. Aber ich möchte nicht, dass jemand weiß, dass ich das regelmäßig tue. Verrate mich nicht. Okay, na dann. Ja, wenn es Freude macht, ich finde das ganz süß, unsere Ecke hier. Die haben sich jetzt drum gekümmert, die Besucher. Eigentlich hatte ich ja die Hoffnung, es machen unsere eigenen Sims. Ja. Kann man da sterben? Ich hoffe es doch mal nicht. Das Gerät mag dich anscheinend nicht, Mira. Aber wir wollen noch was anfertigen. Vielleicht was Kleines? Wie wäre es mit einem Upgrade-Teil? Geht das vielleicht? Egal. Ja, du musst jetzt auf jeden Fall hungern und Hygiene. Du könntest dann duschen gehen. Vielleicht funktioniert es ja mit dem Upgrade-Teil. Duschen und dann, wenn du geduscht bist, dann kannst du natürlich Mittagessen servieren. Und zwar gibt es heute eine burmesische Samoa-Suppe. Und unsere Marcy ist mal wieder super angespannt, möchte was trinken gehen. Ja, ihr Fingernagel ist wohl, ihre Nägel sind nicht so toll. Und TK, hast du dich ein bisschen gekümmert? Ja, sie ist jetzt duschen gewesen und möchte jetzt ein faules Nickerchen machen, wünscht sich einen Film anzusehen und Speisen essen und will einen Feind haben. Die Crazy findet wieder was widerlich, ist gerade auf der Toilette, voll ausgehungert. Upsi, warum isst du nichts, der Rick? Alles klar, das hat funktioniert, jetzt wo ich nicht zugeguckt habe. Toll. Wir haben irgendein Teil haben wir recycelt. Ein umweltverträgliches Upgrade-Teil. Sprich, das könnten wir, glaube ich, jetzt hier anbringen, oder? Verbessern. Wasseraufbereiter mit umweltverträglichen Teilen. Ja, könnten wir machen. Wird das auch was bringen, wenn wir oben das an dem alten Herd machen? Ich weiß ja, verbessern ist aber eine gute Sache. Mache ich auch immer öfters, aber mit diesen umweltverträglichen... Und Crazy schrubbt mal wieder. Ja, ich mache ja schon Essen. Keine Sorge. Jetzt, wir haben jetzt keine Zeit zu babbeln. Die stirbt uns nämlich. Und ihr kocht jetzt alle mit, ja? Bitte vergesst nicht, die Zwiebeln zu schälen. Bitte vergesst nicht, hier Salz und Pfeffer reinzumachen, ja? Und Tomaten müssen wir ausschneiden. Ja, vergesst das nicht zu kochen, ne? So, und beim Kochen bitte den Herd einschalten, sonst wird Essen nicht gar. Yeah. Oh, nee. Und kommt sie? Ja, sie kommt. Gut. Ja, ich hätte gern mehr produziert, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Crazy, bist du jetzt am Essen? Bist du essen gegangen? Wo? Ah, sie geht nach oben essen. Okay, yeah, okay, let's go. Ihr seid hier jetzt am Essen. Oh, ich freue mich wenigstens, bist du jetzt nicht mehr am Sterben. Das ist gut. Findet ihr es scharf? Okay. Ich wusste, dass das Essen scharf ist. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ja. Okay, bist du fertig? Dann... Nein, nicht spülen. Macht es in Müll. Wir brauchen Müll.
So, dann kannst du hier wieder Wertstoffe aussortieren und hier auch. Mira, kommen Sie please runter. Sie ist auch voll müde. Ja, ich muss sie dann wieder ins Bett schicken. Mal wieder. Zähl's jetzt. Ich glaube, jedes fünfte Mal oder so zählt dann nur. Ich quäle meine Sims wirklich immer bis zum Äußersten. Hat's jetzt gezählt? Oder zählt's jetzt? Nee, noch nicht. Kurz vor knapp, was ist das? Da Crazy beinahe den Löffel abgegeben hat, ist die Mirror noch mehr ans Herz gewachsen. Das war knapp. Ach, weil sie so gelöscht hatte. Tiefe Verbundenheit, beeindruckte Heldentat. Auch wie süß. Ja, aber ich finde, da alle frei sind, hat man doch mehr zu gucken. Die sind alle irgendwie wunderbar, ja, so mehr oder weniger kompatibel miteinander. Okay, Leute. Ja, dann lassen wir die Mirror mal schlafen, weil ich habe sie ja jetzt schon nicht ausschlafen lassen können in der letzten Folge. Ich drücke hier Pause. Wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Dankeschön, dass ihr die Folge geschaut habt. Und wenn ihr Tipps und Tricks zu diesem Recycle-Ding habt, ja, wenn ich was falsch gemacht habe oder so, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich kenne mich damit echt nicht aus und bin froh über jeden Tipp, um mir das ganze Ding zu erleichtern. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Eure Minimi. Tschüss. Thank you.